Als wir Kolberhexe dann wieder auf die Suche nach einem geeigneten Spendenempfänger für die diesjährige Fazit-Kampagne waren, schlug ich die DKMS live vor. Ohne langes Überlegen und Zögern wurde der Vorschlag von all meinen Vereinskameradinnen und Kameraden und Freunden einstimmig angenommen. Nach dem Motto, sie haben dir geholfen, werden wir auch ihnen helfen. Revolution, so will's am Rathaussturm, die Tradition. Die Kolberhexe sind heute hier, bei Guggermusik, Grillwurst und auch Bier. Den Schuldes zum Entvierer aus seinem neuen Domizil ist auch in diesem Jahr wieder unser Ziel. Seine große Gegenwehr hat ihm nichts gebracht. Dass wir viel stärker sind, hat er nicht bedacht. Jetzt liegt er da auf seinem Schrager, verbunden und man hört ihn klagen. Schuldes, wen de lieber dra, wir Hexer haltet uns an unserem Plan. Die Kolbis regieren jetzt den Ort und Schuldes schicken wir bis zum Aschermittwoch fort. Was der im letzten Jahr hat alles gemacht, das haben wir aufs Papier gebracht. Und wenn ich so die Zeile sehe, tun mir ganz schön die Augen weh. Als erstes das neue Rathaus in seiner Pracht. An zu öffnende Fenster oder einen Balkon habt ihr nicht gedacht. Hast du gedacht, so kommst du um den Rathaussturm rum? Der Gedanke war vielleicht gar nicht dumm. Bloß hast du die Rechnung nicht mit uns gemacht. Wir haben die auch anders hier rausgebracht. Jetzt erklär uns mal den Hintergrund. Wo frische Luft ist doch so gesund. Ihr Kolbehexe denkt, ihr seid die Hellste im Flecke. Dabei tut ihr gar nichts checken. Hat mich doch mit Gewalt von der Arbeit weggerissen. Hier im Rathaus wird hart geschuftet. Was bringt es, wenn ihr durchs Fenster duftet? Während ihr da unten chillt und palabert, wird sich hier das Hirn zermattert. Sind die Fenster zu und geschlossen. Und unter uns wird die Sonne genossen.
können wir Hochleistung an den Tage bringen, während ihr einen auf dem Marktplatz tut heben. Okay, zufriedenstellend nicht, aber der Wasserspender und die Kaffeemaschine im Rathaus sind anscheinend zu teuer. Schuldes, das ist mir jetzt nicht ganz geheuer. Die Kosten dafür waren doch von vornherein klar. Warum stellt sich das jetzt im Nachhinein als zu teuer dar? Was lief bei dieser Planung verkehrt? Oder ist ruhig dem Bürger ein guter Kaffee nicht wert? Einmal so einfach denken wie ihr, in der Hand dabei ein Bier. Ach, was würd ich drum geben, könnt ich auch mal einen heben. Wasser und Kaffee sind auch toll, bald ist deshalb das Rathaus voll. Ich lad euch alle ein, bei mir Gast zu sein. Kaffee und H2O tue ich hier kund, gibt's zukünftig zu jeder vollen Stund. Den Geldbeutel lasst zu Hause, die Gemeinde zahlt die Sause. Dann sind die Kosten schnell gedeckt, weil's jedem im Rathaus schmeckt. Damit können wir jetzt leben, das müsst ihr jetzt aber auch umsetzen, gell? Schule und Lernen ist des Kindes Wohl. Bleibt nur die Frage, wie das Kind in Schule kommen soll. Es gibt nach Reichenbach keinen Schülerbus. Das sorgt bei den Eltern für viel Verdruss. Schuldes, wie gehst du dieses Thema an? Hast du dafür überhaupt einen Plan? Ihr tut eure Kinder verweichlichen und falsch erziehen. Was denkt ihr, wie ich so toll gediehen? Morgen um 4 bin ich aus den Federn geschlüpft, schnell in mein Jogginghösle geschlüpft. Im Vorbeigehen noch ein Brötchen geschmiert, der Mutter ihr Müsli vorab püriert. Bin ich von Deinzesau nach Esslingen in die Schule gelaufen? Gebe zu, die ersten Male habe ich mich verlaufen. Also schaut mich an, bin kaum mal krank. Um den Ranzen sogar Gärten schlank. Aber wie ihr wollt, wird der Bus im Sommer kommen. Hatte euren Wunsch vernommen. Aber jetzt nehme ich euch alle in die Pflicht. Geht keines eure Kinder nach Reichenbach, krieg ich die Gicht. Das ist doch mal schön, dass der Bus kommt. Über einen warmen Sommer freuen wir uns alle. Beim letzten gab es geradezu eine Hitzewelle. Am Spielplatz tummelt sich im Sommer groß und klein. Ein schattiges Plätzle ist da richtig fein. Habt ihr euch dort drüber schon Gedanken gemacht? Oder sogar schon etwas auf den Weg gebracht? Sträucher und Bäume sind im Moment noch zu klein. Hierfür habe ich aber eine geniale Idee, ganz fein. War in Madrid vor ein paar Tagen. Wir werden ein Experiment hier wagen. Hab mich getraut, Dr. Fuentes zu fragen. Kennst du den? Jan Ulrich, genau. Er kommt und wird Bäume und Sträucher spritzen. Unermesslich laut ihm wachsen dann die Spitzen. Dann will ich aber keine Klagen sehen, wenn Riesenkinder vor euch stehen. Herr Fuentes hat an mich herangetragen, die Mittel würden sich an die Kinder übertragen. Im ersten Versuch gab er zu verstehen, sind Kinder bis 2,80 Meter zu sehen. Wollt ihr Kinder mit Kleidungsproblemen oder versucht ihr es lieber mit Sonnencreme? Wir zählen da die Sonnencreme vor. Geschwätzt haben wir beide jetzt genug. Ab heute sind die Kolbis am Zug. Wir steuern das Schiff ins richtige Wasser. Aber wir haben ja auch nicht so viel Aufpasser. Den Schlüssel vom Rathaus übernehme jetzt wir.
bis Aschermittwoch ist das unser Quartier. Wir schmeißen die jetzt aus deinem Rathaus raus. Also Schuldes, rück den Schlüssel raus! Liebe Leute, wir bedanken uns für eure Komma. Warum soll ich mir eigentlich bedanken fürs Komma? Also das passt ja eigentlich gar nicht, aber... Die Kinder können sich jetzt Bonbons holen, das kennen sie bei mir. Bleibt nur eine Weile, genießt die Guckermusik mit Wurst und Bier. Auch hier einen herzlichen Dank an den GJW, das ist schon Applaus wert, die sind dieses Jahr drin. Unser Vortrag ist jetzt wirklich aus, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir kriegen ein bisschen Applaus. Als Zeuge, dass wir tatsächlich das Rathaus übernommen haben und dass wir jetzt hier regieren, vorne am Fahnenmaster, unser Fahnenherr. Ja.